So, willkommen zurück. Ja, und zwar sind wir hier auf Fischerbucht, auf der Map Fischerbucht. Und in dem folgenden Video soll es darum gehen, was, wenn man in der Stadt alleine gelassen wird. Was ist denn da so das Optimalste, sagen wir es mal so. Denn unser Team wird die Einserlinie und die Mitte sehr stark vertreten sein. Und ich bin der Einzige, der hier in der Stadt ist. Jetzt ist nur die Frage. Ich spule mal vor, bis entscheidende Szenen kommen. So, jetzt so langsam aber sicher, der E5 kommt. Gleich wird IS4 auftauchen und STI. Wobei die Jungs aus der Mitte natürlich mithelfen, ne? Wenn die jetzt da nicht stehen würden, dann hätte ich erst recht Arschkarte. So, gepflegt zurückziehen, weil hier sind viel zu viele Löcher und da kann man von allen Seiten beschossen werden. IS4 ist schon da, E5 ist schon da, E50M. Wie gesagt, ein bisschen Hilfe in der Mitte ist, ne? Wenn die jetzt nicht wären, dann wäre wirklich Arschkarte. So, hier gepflegt zurückziehen, Gegner kommen lassen. Zunächst, wenn ihr hier euch zurückzieht und der Gegner verfolgt euch, dann lockt ihr die aus diesen sicheren Artisaven Plätzen raus. Ja, da die IS-4 hat schon von mir kassiert. Und wenn die hier rausfahren, sind die eher beschießbar von der Arti oder von anderen Panzern, als wenn ihr da vorne steht und die dort versteckt in den Häusern sind. Weil da sind so ein paar Plätze, die sind schön Artisave, aber hier jetzt auf der offenen Fläche oder halbwegs offenen Fläche können sie beschossen werden. So, schön zurückziehen, Gegner locken, ne, die kommen mich jagen zu zweit. STI kommt. IS-4 kommt. Ja, und je weiter sie hier rausfahren, desto eher sind sie beschießbar und desto eher kann mir mein Team helfen. Wobei mein Team gerade so aus der Distanz zwar schießt, aber so, STI raus. Der zieht mir halt nur die Ketten die ganze Zeit, weil ich gut anschräge. Und ein Wunder, ich gehe hier Full AP aus dem Spiel. Das ist ja mal genial, hör mal. Null HP verloren. Ist das geil oder ist das geil? Also, ne? Moral der Geschichte hier, schön rausziehen die Gegner. Und hier sind eher offene Flächen als da vorne. Weil da sind ein paar fettere Häuser. Und da können die sich eher Arti-Safe stellen. Beziehungsweise können nicht aus der Mitte beschossen werden. Okay, wir sehen uns bei den Stats. So, Gefechtsergebnisse. Ja, IS-4 Motor Moonlager rausgehauen. STI Turm rausgehauen. So, wo sind die beiden denn? Wo ist denn IS-4? Der ist mit 0 Schaden hier raus, ey. Der hat auch relativ gute Stats, Alter. Was geht denn bei dem? STI mit 0 Schaden aus dem Spiel. Gut. Der hat Bot-Wertungen. Alles klar. Ja gut, wer Bock hat, lässt mir ein Abo da. Für meinen Kraftsportkanal genauso. Ich habe zwei Kanäle, links unten in der Beschreibung. Dort findet ihr auch mein Facebook. Und ja, wer einen Tier 10 Panzer hat, kann sich bewerben. Bis dann.